Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich weiß, dass viele von euch sehr, sehr gerne lesen und ich bin auch eine Person, die sehr, sehr gerne liest und dementsprechend sieht mein Bücherregal auf jeden Fall auch aus. Also ich bin nicht die sauberste Person, was mein Bücherregal angeht, weil ich die ganzen Bücher irgendwie immer nur da reinstelle. Ich fange teilweise Bücher an und breche sie ab und lese dann nicht aus. Ich leihe Bücher von meinen Freunden aus, ich verleihe Bücher und heute dachte ich mir, es wäre sinnvoll, vielleicht mal im Bücherregal ein bisschen Organisation reinzukriegen und das mit euch zusammen zu machen. Also wir werden gleich zu meinem Bücherregal gehen, was dort steht, was sehr unordentlich ist, sorry dafür. Und wir werden dann mal zusammen durchgucken, ich werde euch vielleicht die Meinung zu einigen Büchern sagen, einige Bücher vorstellen und vielleicht so ein kleines Update zu meinem Leseverhalten momentan geben. Also, ihr wisst ja, dass ich ein sehr ordentlicher Mensch bin und mein Zimmer jeden Tag aufräume. Also ich räume jeden Tag mindestens 5 bis 10 Minuten morgens und abends auf, um einfach mein Zimmer so generell clean zu halten. Aber es gibt eine Sache, die nie aufgeräumt ist, und das habe ich auch schon in meinen letzten Vlogs immer erzählt. Und zwar ist es mein Bücherregal, weswegen das auch hinter der Decke ist. Oh mein Gott. Aber wir wagen jetzt einen Blick dahinter. Ja. So. Oh mein Gott. Es ist so... Aber ganz ehrlich, momentan ist generell Chaos mit mir, weil ich auch meine ganzen Schulsachen momentan organisiere. Und deswegen stehen doch hier meine ganzen Schulsachen. Momentan ist ein bisschen Chaos bei mir. Heute fangen wir mal an mit dem Bücherregal. Also meine Idee war eigentlich, hier oben Bücher zu haben, die ich schon gelesen habe, aber behalten möchte. Und hier Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich einen minimalistischen Lifestyle supporte und deswegen auch Bücher, die ich nicht mehr lesen werde, direkt wegzugeben. Also mache ich es meistens so, dass ich, wenn ich Bücher gelesen habe und sie nicht mehr behalten werde, dass ich sie dann sofort an meine Freunde verschenke, an meine Schwester verschenke oder einfach verkaufe. Also ich verkaufe sie eigentlich bei Rebuy. Manchmal nehmen sie aber Bücher nicht an, weil sie beispielsweise auf Englisch sind und hier nehmen, glaube ich, nur deutsche Bücher an. Aber Leute, ich habe eine sehr schlaue Idee. Und zwar gibt es bei uns in Berlin nämlich so Bücherkisten, wo man einfach die Bücher reinstellen kann. Es ist ein bisschen so wie so eine Telefonzelle aufgebaut, da kann man einfach die Bücher reinstellen. Und ich glaube, ich werde dann nachher mal hingehen und da einige Bücher dann reinstellen. Und zwar, soweit ich weiß, sind das hier hinten Bücher, die ich behalten möchte. Das sind hier Bücher, die ich gelesen habe, aber noch nicht weggegeben habe, weil sie irgendwie keine haben wollte. Und das hier, ja, weiß ich auch nicht. Ach, das sind Notizbücher, genau, stimmt. Und hier sind eigentlich alles Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, obwohl das habe ich auch schon gelesen. Ich muss alles mal sortieren. Also meine Methode ist eigentlich, alles rauszuholen, durchzugucken und dann wieder reinzumachen. Und deswegen werde ich es auch genauso machen, weil ich muss da sowieso irgendwie Staub wischen oder so, weil ich die Bücher halt irgendwie nie raushole. Und noch ganz viele Hefte. Memory-Spiel, was ich geschenkt bekommen habe von einer Freundin von mir. Mein Bücherregal. Endlich. Ja, wirklich endlich. Dieses eine Bücherregal in der Decke drüber. Ja. Endlich. Ich sortiere jetzt ein paar Bücher aus und ich guck mal durch. Vielleicht kannst du einige davon haben. Okay, also es ist sehr schön, dass die Bücher da einfach gerade so alle so ein bisschen zerknickt liegen. Deswegen werde ich sie erstmal sortieren. Daraus darfst du dir alles aussuchen, aus dem. Das hat weh. Der Ausbau ist ja wunderschön. Okay. So, also ein kleines Update. Und zwar sind jetzt hier meine ganzen Notizbücher. Das sind hier so Referenzen, wie beispielsweise Romeo und Julia. Also das werde ich jetzt nicht mehr so zu Hause lesen. Ich bin mir sicher, dass ich es noch brauchen werde in der Schule. Deswegen behalte ich das halt. Dann habe ich hier die Bücher, die ich noch lesen möchte. Das sind Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Kann ich euch gleich mal zeigen. Und dann sind das hier Bücher, die ich weggeben möchte, also die ich schon gelesen habe und nicht mehr lesen werde. Und das sind Bücher, die ich gelesen habe, aber noch behalten möchte, weil ich sie so gut fand und nochmal lesen möchte. Oder ja, eigentlich nur deswegen. Zum Beispiel der kleine Buddha. Einfach eins meiner Lieblingsbücher. Kennt ihr bestimmt schon. Oder Anne of Green Gables. Oh mein Gott, das ist so ein schönes Buch. Also ich weiß momentan diese Serie dazu, also Anne with an E heißt es, glaube ich, total bekannt ist. Ich hatte das Buch schon damals gelesen, als ich irgendwie 8 war oder so. Und ja, es war super schön. Ich habe gerade sogar noch einfach einen Zettel gefunden von meiner Buchvorstellung, weil ich habe es meiner Schule vorgestellt.
so süß. Da keine Butter. Dann habe ich hier Digital Minimalism, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Da sind nämlich noch ganz viele nützliche so Tipps drin. Dann habe ich hier ganz viele so Gedichtsbänder, beispielsweise, also ja, von Julia Engelmann habe ich irgendwie alle ihre Bücher. Dann das hier, da sind einfach super, super viele Tipps drin. Oder halt so Listen und sowas, das man eigentlich immer gebrauchen kann, deswegen gebe ich das auf jeden Fall nicht weg. Das ist ein wirklich life-changing Book, also wirklich mein Leben verändert und das ist halt so kurz. Ich finde mir so, ja, wenn ich mal Inspiration brauche, lese ich einfach nochmal durch und deswegen behalte ich das. Das auch, oh mein Gott, als meine Lieblingsbücher, würde ich sagen, habe ich dieses Jahr gelesen. Und ja, immer gut, wenn man sich motivieren möchte oder so, deswegen bleibt das auch in meinem Leben da. Und das letzte habe ich das hier, das sind einfach Briefe von Goethe. Aber das fand ich irgendwie sehr schön, ja. Was die Bücher, die ich behalte. Ach ja, auch noch What Would Buddha Do? Und zwar habe ich zuerst so ein paar Klassiker, also auch relativ alte Bücher, die ich mit meiner Oma mal geschenkt bekommen habe, aber das ja noch nicht gelesen habe. Beispielsweise habe ich hier ganz, das ist so ein Märchenbuch, also auch ein Buch mit ganz vielen alten Märchen. Und muss ehrlicherweise sagen, ich bin eine Person, die fast keine Märchen kennt. Also ich habe früher natürlich auch mal so Märchen mitbekommen, gelesen, gehört und so weiter. Aber wenn mir jetzt jemand irgendwas sagt, dann kann ich die Geschichte nicht nacherzählen, weil ich sie halt nicht so gut kenne. Deswegen lese ich das vielleicht irgendwann mal in den Ferien oder so, wenn ich Lust darauf habe. Dann habe ich noch die unendliche Geschichte, was ich auch nie gelesen habe, von meiner Oma jetzt bekommen habe. Dann habe ich das Buch Die Kunst des klugen Handels. Ich habe da schon mal ein ähnliches gelesen, und zwar Die Kunst des klugen Denkens. Und da waren so Denkwege drin und hier sind jetzt irgendwie so Handlungsfehler oder Irrwege, wie es genannt wird. Woher ich komme, ein Roman, eine Geschichte. Dann das Buch Freakonomics, geht einfach um Wirtschaft und das habe ich auch seit letztem Jahr. Ich wollte es unbedingt mal lesen, mein Vater meinte, ich soll es lesen. Weil ich nämlich ein anderes Buch gelesen habe, was von dem er meinte, dass es ähnlich zu dem ist. Dann habe ich eine Geschichte zum Koreakrieg, was ich ein bisschen gelesen habe, als ich einen Vortrag darüber gehalten habe, über den Koreakrieg. Aber ich möchte es nochmal irgendwann richtig lesen. Dann habe ich auch das Buch Ihr habt keinen Plan, darum machen wir ein. 10 Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft. Dann auch so ein paar andere kleine Bücher, die jetzt aber nicht so bekannt sind. Das habe ich euch auch schon mal in meinem Video Anfang des Jahres gezeigt, bei den Büchern, die ich lesen möchte. Ja, das sind alles nicht so bekannte Bücher, die ich hier habe. Aber doch, das kennt eigentlich jeder, Der Alchemist. Das Buch Jetzt, oh mein Gott, ich wollte das schon so lange lesen. Jetzt, beziehungsweise auf Englisch heißt es The Power of Now. Und das wollte ich auch schon so lange lesen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, oh mein Gott. Da habe ich meine Zeit mit Anne Frank. Eat the Frog, oh mein Gott, oh mein Gott. Ihr kennt es bestimmt schon von mir, diese Eat the Frog Methode, wenn ihr mich schon ein bisschen kennt. Und das ist einfach das Buch dazu mit noch ganz vielen anderen Methoden drin. Noch ein Roman, Das Muschelessen, vielleicht kennt es jemand. Ich weiß nicht, ob es so bekannt ist, ich glaube eigentlich eher nicht. Falls du das Buch Wie du Freunde gewinnst kennst, ist das vielleicht auch noch was für dich. Und zwar hat mir Mein Freunde gewinnt sehr gefallen, das Buch. Und das ist jetzt vom gleichen Autoren. Mittlerweile lese ich aber sehr gerne auch einfach E-Books, also sozusagen auf dem iPad, auf dem Kindle oder so, weil ich einfach so viele Bücher auf meinem Sub schon drauf habe. Und zwar, wenn ich einfach Bücher sehe, die ich gerne haben möchte, finde ich es teilweise, den direkt zu kaufen, direkt anzufangen zu lesen, wenn man gerade diese Motivation, diese Lust hat, es zu lesen. Auch wenn ich den Konsum einfach nicht so supporte, dass man Bücher einfach kaufen, dann direkt wieder wegschmeißt oder so, weswegen ich sie auch sehr gerne verkaufe oder verschenke. Ja, genau, genau. Und da unten kommen die. Aber da muss auch noch das rein. Das Blaue. Also das ist schon hässlich. Eine Reihe und zwar nach Farbe. Nein. Doch. Nach Farbe? Ja, nach Farbe. Und zwar fangen wir hier an mit Dunkel und nach rechts wird's hell. Mach doch nach Größe, es ist viel schöner. Nein, es ist nach Farbe schöner. Also, wie gesagt, hier fangen wir mit Dunkel an. Und da wird's hell, okay? Es ist nicht schön mit der Farbe. Wir machen erstmal so und dann gucken wir, ob es hässlich ist. Okay? Oh mein Gott. Und ja, es ist jetzt nicht so schön, wie ich dachte, aber es ist immer noch besser als nach Größe. Aber oh, schön, wie ist das Thumbnail? Es passt nicht! Okay. Also, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir auch noch meinen Kleiderschrank ein bisschen aufräumen werden. Da wir nämlich auch noch mein richtiges Bücherregal aufräumen wollten, hier unten aber noch so ganz viele Kartons sind, wie man vielleicht sehen kann. Und es ist einfach nicht schön, wenn ich sozusagen die Decke weglasse und dann die Kartons unten sieht. Und deswegen dachten wir uns so, wo können wir die Kartons eigentlich reinmachen? Und wir haben uns überlegt, dass wir die Kartons in den Kleiderschrank rein wollen. Was aber nicht geht, wenn ich da noch die ganzen Klamotten drin habe. Aber ich habe überlegt, ich brauche auch nicht alle Klamotten und die sind sowieso gerade ein bisschen komisch, also natürlich deswegen werden wir es auch noch aufräumen. Und so ist der Plan. Das ist voll das, schön. Wann soll ich das denn anziehen? Das ist ein Nachthemd, dieser. Das wollte ich, das ist ja wunderschön. Das ist Fashion. Ich will sehen, wie du das anziehst. Das ist Fashion 2021, Lara.
Okay, meine Idee ist jetzt, diese ganzen Kartons da in den Flaschen reinzumachen. Und außerdem habe ich auch noch diese Sachen hier, also auch noch so ganz viele Notizblöcke und so. Und meine Idee ist, das alles einfach hier reinzumachen, weil da habe ich jetzt ganz viel Platz. Übrigens habe ich jetzt so gefragt, warum behält sie das eigentlich alles? Weil da drin wichtige Sachen sind. Zum Beispiel hier sind meine ganzen Erinnerungen drin, meine Erinnerungsbox. Hier sind so Verpackungen halt so für Geburtstage und sowas alles drin. Und ja, deswegen muss ich es im Ranz behalten. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Danke. Gesundheit. Ja, danke. Jetzt sortiere ich erstmal die ganzen Sachen hier drauf. Okay Leute, heute ist jetzt schon der nächste Tag und ich habe gestern noch ein bisschen aufgeräumt mit meiner Schwester zusammen. Wir haben auch die Bücher ein bisschen sortiert, die Kleiderschranke noch so ein bisschen sortiert und jetzt sind wir endlich fertig damit und ich bin super, super zufrieden. Und zwar sieht das Ganze jetzt auf den ersten Blick erstmal so hier aus. Also ich habe, wie gesagt, auch meine Organisation beibehalten und hier die Bücher, die ich schon gelesen habe, aber behalten möchte drin und hier die neuen Bücher drin, also die ich noch lesen möchte oder noch muss. Und hier ist einfach meine Klangschale, weil ich irgendwie dachte, das ist schöner, als wenn da mein Drucker steht. Und hier unten sind einfach noch so ein paar, also das ist trotzdem im Abstellraum geblieben. Da sind hier meine Ordner drin, wo ich irgendwie Dokumente drin habe. Dann habe ich hier die Klamotten, die ich ausgemistet habe, drin. Also da sind sogar noch ein paar vom letzten Jahr, nur irgendwie ist es halt so schwierig, die zu verkaufen. Mal zu verschenken. Hier ist mein Stativ und hier ist jetzt wirklich ein bisschen mein Abstellraum geworden. Also ich habe hier ehrlich gesagt nicht so viele Klamotten. Ich habe jetzt hier links schon Klamotten drin, aber ich habe diesen Schrank hier einfach jetzt genommen für einen kleinen Abstellraum. Und zwar mache ich das jetzt mal auf. Und es soll jetzt auch irgendwie keine Werbung sein, falls man jetzt hier irgendwas sieht oder so. Aber ich habe hier trotzdem noch Klamotten drin gelassen. Also hier sind so meine Schwimmsachen, Bikini und so weiter. Hier ist mein Hanbok drin, meine koreanische Tracht. Hier habe ich so zwei Ponchos und Sportteller drin. Das ist überhaupt nicht schön gerade, aber so passt es einfach rein. Dann habe ich jetzt hier mein Laminiergerät und meinen Drucker, was ja vorher der Rechtschreibtisch nicht so schön war. Hier habe ich die Kartons drin mit Erinnerungen und irgendwie Sachen, die ich verstauen muss. Dann habe ich hier meine ganzen Schreibwarenzeug, also meine Notizhefter und andere Blöcke. Und das war's eigentlich. Hier sind meine Steppschuhe, Gürtel. Also ich kann nicht sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Bücherregal, wie ich das jetzt habe, weil es halt einfach viel, viel schöner ist. Vor allem noch farben sortiert. Ich mag das irgendwie, ja, sehr gerne. Und ich muss jetzt auf jeden Fall nicht mehr die Decke rüber machen, was sehr, sehr angenehm ist. Ich werde in den Ferien auf jeden Fall weiterhin noch aufräumen und ausmisten, da ich beispielsweise auch meine ganzen Schreibwaren ausmisten muss, da ich in der Oberstufe ja wahrscheinlich nicht mehr so mit Hand mitschreiben, mit Blöcken, sondern auf meinem iPad mitschreiben werde. Und außerdem muss ich noch meine ganzen Schulsachen sortieren, die ganzen Hefte nochmal durchgucken, aussortieren und so weiter. Also ich könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht auch in einem Video sehen wollt. Ein bisschen so wieder dieses Clean with me oder so. Schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal, um das dann nicht zu verpassen, falls es online kommen sollte. Ich will jetzt sagen, vielen Dank fürs Angucken und ich hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis sehr bald mal wieder. Bis dann. Tschüss.